In Vorbereitung auf die anstehende Saison absolviert unsere Elf in dieser Woche das Trainingslager in Bad Kreuznach. Nach der Anreise und dem Einchecken im Hotel ging es für die Mannschaft direkt am Dienstagnachmittag zur ersten Einheit auf den Platz. Vor dem Team liegen jetzt noch 5 Tage, vollgepackt mit intensivem Training und 2 Testspielen. Erster Tag in Bad Kreuznach, heute Mittag angekommen und vorhin auch schon zum ersten Mal auf dem Platz gestanden. Wie siehst du die Bedingungen hier, Trainingsbedingungen, das Hotel, soweit der erste Eindruck in Ordnung? Ja, das ist nicht nur der erste Eindruck, glaube ich, in Ordnung, sondern wir finden hier sehr gute Bedingungen vor. Hotel ist sehr gut, ist funktional, ist top. Trainingsplätze sind sehr gut und das ist ja die Hauptsache. Dann kann man auch mal am Hotel im Normalfall ein paar Abstriche machen, aber Trainingsbedingungen sind gut und damit ist das Wichtigste gegeben und wir freuen uns alle auf diese Woche oder auf die Tage bis Sonntag. Kannst du uns vielleicht noch kurz einen Ausblick geben? Was erwartet die Mannschaft die Woche? Was steht an und wo legst du konkret die Schwerpunkte und den Fokus während des Trainingslagers? Ja, ich glaube ja, dass im Sommer ein Trainingslager auch immer den Grund hat, dass sich die neuen Spieler vernünftig in die Mannschaft integrieren, dass man sich kennenlernt, dass man sich auch mal neben dem Platz kennenlernt, dass die Spieler mich neben dem Platz kennenlernen. Ich werde die Zeit nutzen, das ein oder andere Gespräch natürlich mit dem einen oder anderen auch zu führen. Und was ich einfach sehen möchte, ist, dass man neugierig aufeinander ist. Und das sind außerhalb des Platzes die wichtigsten Dinge. Und auf dem Platz gilt es weiter an den Dingen zu arbeiten, die wir jetzt in den ersten Tagen in Elversberg angefangen haben, uns zu erarbeiten. Sprich, die klare Ordnung auf dem Platz gegen den Ball. Und natürlich dann das weitaus Schwierigere, den eigenen Ballbesitz so zu trainieren, dass es Sinn macht, uns auch zuzuschauen in den Punktspielen. Und da gibt es ja immer wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das Spiel bei eigenem Ballbesitz auf den Platz bringt. Und wir müssen halt wissen dann, wenn es losgeht am ersten Spieltag in der Regionalliga, was sind für uns die 1, 2, maximal 3 richtigen Entscheidungen im richtigen Moment. Und ich glaube, daran wird man nie aufhören können zu arbeiten. Aber das wird ein wichtiger Punkt sein hier im Trainingslager in Bad Kreuznach. Du hast jetzt gerade vor dem Sportlichen auch das Kennenlernen angesprochen. Wir hatten dich ja schon bei unserem ersten Interview nach den ersten Eindrücken gefragt. Da war das noch ein bisschen schwieriger zu beantworten. Wie hast du denn jetzt mittlerweile in den ersten 1,5 Wochen die Mannschaft und das komplette Umfeld kennengelernt? Das hat sich jetzt ja doch schon ein bisschen gesetzt, denke ich. Ja, ich glaube, dass man eine Mannschaft und das Umfeld erst dann kennenlernt, wenn man in Drucksituationen ist. Ja. Sprich, wenn man mal das eine oder andere Spiel nicht so gestaltet hat, wie man sich das vorstellt, dann lernt man Spieler kennen, dann lernt man das Umfeld kennen. Weil momentan ist alles so, wie man sich das vorstellt. Ja. Es ist alles, ich will jetzt nicht sagen Friede, Freude, Eierkuchen, aber für die Jungs gibt es keine Stresssituation. Jeder weiß, dass er in den Freundschaftsspielen zum Einsatz kommt. Jeder weiß, dass er sich zeigen kann. Niemand fühlt sich irgendwie außen vor, sondern alle Spieler fühlen sich dazugehörig. Und das wird ein totaler Schwerpunkt sein, wenn ich mir den Kader anschaue für die Saison, dass man ganz, ganz lange zusammenbleibt, ganz, ganz viele Spieler in einem Boot hat und dass man versucht, so wenig wie möglich hinten runterfallen zu lassen. Das ist ein großer Schwerpunkt für uns im Trainer- und Funktionsteam, aber das ist natürlich auch eine Aufgabe, die natürlich in erster Linie von den Spielern kommen muss und das wird dann die Schwere der Aufgabe nochmal untermauern. Aber grundsätzlich bis jetzt ein toller Eindruck von allen Beteiligten, von allen Spielern, vom Funktionsteam, von der Geschäftsstelle, von den Trainingsbedingungen in Frankreich, die wir haben und jetzt auch hier vor Ort in Bad Kreuznach. Du hattest gerade kurz schon den Kader angesprochen. Im Trainingslager sind ja jetzt nicht nur Spieler aus dem Profikader dabei, sondern auch noch 3 Nachwuchsspieler. Was sind da so die Hintergründe? Ist dir auch persönlich wichtig, auch den Nachwuchs entsprechend einzubinden? Ja, ich glaube, es gibt ja verschiedene Dinge, wie man mit den eigenen Nachwuchsspielern umgeht. Ich möchte ganz gern, dass ich jetzt natürlich in erster Linie einen guten Überblick habe über die U17, U19 und die U21. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber es wird für ganz, ganz viele Spieler auch die Möglichkeit bestehen, dann während der Runde in der einen oder anderen Trainingseinheit bei uns dabei zu sein. Ja. Und ich finde es wichtig, weil ich finde dann auch wiederum Kaderplätze, ohne das jetzt abwertend zu meinen, von 20 bis 23 muss man nicht unbedingt an Externe vergeben, sondern dann gibt man lieber den einen oder anderen Jungen aus dem eigenen Nachwuchs dann doch mal mehr Zeit, sich zu zeigen und sich zu präsentieren. Und wenn die Jungs nicht ungeduldig wären und man sieht, dass dann auch ein Potenzial da ist, und das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu 100% beantworten, dann soll auch jeder oder die meisten soll dann ihre Chance bekommen,
gerade die Spieler, bei denen es aus unserer Sicht Sinn macht. Und deswegen ist halt wichtig, dass der Austausch mit dem NLZ so funktioniert, wie sich das gerade auch das NLZ vorstellt. Und bislang zufrieden? Ich meine, ein paar Nachwuchsspieler sind ja auch schon bei ein paar Trainingseinheiten im Saarland dabei gewesen. Waren da so deine Eindrücke? Ja, die Jungs sind willig, aber das ist keine Überraschung. Wenn die Spieler zum ersten Mal bei der ersten Mannschaft mit dabei sind, dann sind sie willig. Ich erkenne natürlich auch das eine oder andere Potenzial, was in den Spielern schlummert. Jetzt haben wir hier in Bad Kreuz noch 3 Spieler dabei, den Kai, den David und den Leon. Und die sollen einfach die Zeit nutzen, ja, ohne dass sie aufgeregt sind, ohne dass sie da in irgendwelche Stressdinge verfallen, sollen sie einfach das zeigen, was sie können, sollen sich sozial in der Gruppe so einbringen, wie sich das gehört. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir dann vielleicht doch mal auf Strecke den einen oder anderen aus dem eigenen Lager bei uns im schönen Stadion in Elversberg bei den Punktspielen wiedersehen. Es sind jetzt im Trainingslager noch 2 Testspiele, die vor euch liegen. Hast du da für diese Testspiele auch so, sag ich mal, bestimmte Dinge im Kopf, die du dort ausprobieren willst, die du dort spielen lassen willst? Oder wie gehst du die an? Ja, da wird es erstmal wichtig sein, dass jeder wieder seine Spielzeiten bekommt. Ja. Training ist das eine, aber der Wettkampf ist das andere. Für den einen oder anderen Spieler, gerade für die Jungspieler, ist dann auch so ein Wettkampf als Freundschaftsspiel eine Stresssituation. Für den einen oder anderen gestandenen Spieler ist dann das so ein Testspiel dann eher, ich will jetzt nicht sagen, lästige Pflicht, aber ich möchte ganz einfach, dass diese Dinge nie abgearbeitet werden. Deswegen werden wir uns jetzt hier nicht zugrunde trainieren, sondern der Fokus liegt dann schon auf den beiden Testspielen gegen Bad Kreuznach und gegen Worms, dass wir uns die Dinge, die wir uns im Training erarbeiten, dass sie dann auch auf dem Platz zu sehen sein müssen. Und je schneller das geht, und da hoffe ich gerade bei gegnerischem Ballbesitz, dass es ganz, ganz schnell geht, umso besser sind wir vorbereitet für das erste Punktspiel, was uns ja nur dann auch irgendwann in nicht mal 4 Wochen erwartet. Und wie gesagt, bei eigenem Ballbesitz wird es dann so viele Ansatzpunkte geben, dass wir uns dann natürlich auch die Zeit nehmen und schauen uns ein paar Zusammenschnitte aus diesen Testspielen an, die wir selbst aufnehmen lassen und dann auch selbst zusammenschneiden. Und ohne dass wir es da übertreiben und die Mannschaft jetzt 2 Stunden vor dem Fernseher setzen, aber punktuell das Richtige ansprechen, da hoffen wir uns einfach, dass es ganz, ganz schnell auch da in diesem Bereich eigener Ballbesitz Fortschritte gibt. Schon mal vielen Dank und eine erfolgreiche Woche.